Wobei, kommt von der See aus, Franken eventuell ausfällt. Ja, vor Weihnachtszeit haben wir und wir machen nichts Weihnachtliches. Ja, weil ihr könnt es immer anschauen, ja. Ja, okay, passt vielleicht, weil Nüsse dabei sind schon zu Weihnachten. Aber man hat ja eh die ganze Zeit so ein bisschen kräftige Dinge mit Braten und Gös und so weiter, was es alles gibt. Und von dem her wollen wir trotzdem die mediterrane Küche nicht vergessen. Und da machen wir uns heute schöne Pasta mit Bressaola. Also ich glaube, so wird es richtig ausgesprochen. Ist auch lieber Bressaola, aber Bressaola ist wahrscheinlich das richtige Wort. Bressaola ist Rindfleisch, getrocknet, ja, gebügelt und dünn aufgeschnitten. Ähnlich wie das Bündnerfleisch und das ist auch richtig so, weil das kommt aus dem Veltlin und Veltlin war einmal ein Unterstaat, glaube ich, von drei Bünden von, ich glaube, 1512 bis 1798 und daher auch diese Verwandtschaft zu Bündnerfleisch. Bündnerfleisch ist allerdings würziger als die Bressaola und von dem her, wenn er, also ich sag's nochmal, wie ich sag, Bressaola nicht kriegt, dann nimmt der Bündner Fleisch. Ja. Ganz interessant ist, das wird jetzt ein Essen oder ein Gericht, wo wir kein Messer verwenden. Kein Messer. Aber lasst euch überraschen, ich verspreche es euch. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir dazu brauchen. Logischerweise, da haben wir schon die Bressaola, brauchen wir dazu. Dann haben wir Pinienkerne und Walnuss. Wir haben ein Parmesan, eine Zitrone, Rucola, schöne Tagliatelle oder Nudeln, die ihr einfach eben mögt. Einen Ziegenfrischkäse, wenn ihr sagt, Ziegenfrischkäse, dieser alte Meer. Ziegenfrischkäse schmeckt Bombe, genauso wie Schafskäse. Aber es liegt mehr aus der Historie heraus. Früher, Ziegen waren in einem Stall, klar. Und Ställe waren früher nicht so gepflegt, auch klar. Und Ziegen und Schafsmilch haben halt die Eigenschaft, Gerüche extrem aufzunehmen im Fleisch und dann in der Milch. Heute sind die Ställe gepflegt, deswegen schmeckt der Bombe. Okay, also machen und wenn nicht, nimm dann einfach einen anderen Frischkäse oder so. Okay, so, ein bisschen Meerrettich brauchen wir dazu, da könnt ihr jetzt einen frischen nehmen, wenn ihr habt, aber es macht jetzt wenig Sinn, wegen ein bisschen ein paar Raspeln da so eine Stange zu kaufen, aber ihr könnt es natürlich gerne machen. Creme frisch, ein bisschen Brühe, aber dabei, da könnt ihr Gemüse, Hühnerbrühe nehmen, Rinderbrühe würde ich nicht nehmen, Kalb auch nicht. Pfeffer, Salz, das war's. Und nach wie vor kein Messer, aber das zeige ich euch gleich. Ich weiß nicht, ob ich den Parmesan unterschlagen habe, vorhin bei der Zutatenliste. Also, wenn ich es gesagt habe, ist okay. Und wenn nicht, dann, ja, ein Parmesan brauchen wir noch. Okay, gut, können wir weglegen. So, keine Messer habe ich ja gesagt. Wir machen uns die Nüsse ein bisschen klein. Ich persönlich bin ja immer so der Meinung, nicht ganz so klein, weil das lässt sich ja gar nicht so schön essen. Ich will sehen, was ich da auf dem Teller habe. Und ich will es auch ein wenig spüren. So, jeder wie er mag. Wenn er es kleiner macht, auch in Ordnung, ne? Genau. Ne? Gerade diese kleinen Brösel und so, ich finde es halt jetzt nicht so schön, die kann man am Schluss ein wenig drüber streuen, klar, aber ich mache es da so. So, da habe ich einen Topf heiß gemacht, ohne Fett und alles, da gebe ich die schon mal rein, Bienenkerne und den Walnüsse. Das nehmen wir mal weg erst einmal, mal schauen, vielleicht streuen wir es noch drüber. Gut, dann der Rucola, den zeige ich ja mal, das ist jetzt relativ kleiner, wenn ihr jetzt einen größeren habt, dann zerreißt ihn einfach, ne? Also da braucht ihr auch kein Messer. Einfach ein wenig zerreißen, aber der ist in der Größenordnung echt okay. So gefällt mir der, so benutzt man den auch. Gut, so die Bressaola, ich sag's wie es ist. Reißen wir einfach bloß ein wenig auseinander und nebenbei rösten wir unsere Kerne an. Ich will ein höher machen. Und das sind die Vorbereitungen, die ihr machen müsst. Also es ist auch ein sehr schnelles Gericht, ganz klar. Gerade wenn man wenig Zeit hat, oder stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eine Einladung zu Weihnachten, ne, und so weiter. Habt aber auch selber gar keine so, ja, Zeit, ne? Zeit hat man ja. Eigentlich sollte man sich zu Weihnachten immer Zeit nehmen und dann kommt es doch anders, ne? Aber es ist ja wirklich schön, ne? Schönes Fest. Okay, gut. Das war's schon. Die resten wir jetzt nochmal an. Ja, und dann schalte ich wieder ein. Ja, mehr habe ich nicht zu tun. So, das sind so, ja, zwei, drei Minuten sind die durch, ne? Also was heißt durch? Die sind dann so ein bisschen warm, mal einen Handschuh nehmen und dann passt das schon. Und weil wir ja faul sind, oder ich zumindest, nehme ja die gleiche Pfanne für was anderes. Ich habe mir auf der Rückseite schon mal mein Wasser heiß gemacht für die Nudeln, oder es ist gerade dabei, sagen wir mal so. Und jetzt gehen wir hier nichts anderes rein, als dass wir sagen, die Brühe. Ein bisschen.
und dann hätten wir uns vorbereiten können mit einem Löffel. Aber gut, naja. Passiert euch ja auch, ne? Und dann suchen wir noch was. Da haben wir es. Genau. Ein schnelles, einfaches Gericht. Wenn man sich alles hingelegt hat. So, das sind 200 Gramm Creme Fraiche. Wir geben ungefähr 100 Gramm rein. Das reicht. Na? Man, kommen ja noch ein paar Tage, wo man eh noch mehr zunimmt. Mein Ziegenfrischkäse, den geben wir natürlich komplett rein. Und jetzt würzen wir das Ganze erst einmal ab mit Pfeffer und Salz. Beim Salz ein bisschen aufpassen, weil ich habe ja Brühe, die salzig ist. Der Käse ist salzig, ne? Und der Bresaola ist ja sowieso salzig, ne? Wunderbar. Dann lassen wir das erst einmal ein wenig anschmelzen. Ja, dann schalte ich wieder ein. Ganz entspannt. Unser Wasser kocht. Jetzt geben wir unsere Pasta rein. Wie gesagt, ich habe hier frische. Ihr könnt aber natürlich auch eine getrocknete nehmen. Guckt halt, was ihr kriegt. Klar ist eine frische immer ein wenig schöner, aber naja. Nicht immer kann man sie rausholen. Ne? Bei der Pasta immer aufpassen. Al dente muss sein. Ich glaube, das ist jedem klar. Und das kommt dann später in die Soße rein. Deswegen nehmt ihr bitte die Pasta auch eine Minute vorher raus. Ne? Weil es zieht in der Soße ein wenig nach. So, die haben wir gemacht, ja, dann gibt es eigentlich nichts zu sagen. Fast ein wenig langweilig, aber ich schwör's euch, das Gericht ist so hammer. Das haut euch um, ne? So, jetzt geben wir ein bisschen mehr Milch rein. Genau. Das Ganze nochmal schön abzuwürzen. Naja, genehm, wenn wir so haben, ne? Okay, das ist gut. Ein bisschen mehr Milch rein. Könnt ihr auch den frisch geriebenen nehmen, wie gesagt. Was euch lieber ist, ne? Oder was ihr halt gerade kriegt. Mein Gott, nicht immer kriegst alles und trotzdem willst du lecker essen und es ist ja schön. So, Pfeffer haben wir schon drin. Ja, kochen wir unsere Pasta noch durch. Und dann sehen wir uns ja quasi schon, wenn wir es fertig machen, ne? Beim Anrichten quasi, okay? Pasta ist fertig, also die frischen Pasta geht ja sowieso viel schneller, ne? Das ist ja klar. Okay, dann geben wir jetzt ein bisschen Rucola auf den Teller. Meine Teller sind wie immer, habe ich schon in vielen Filmen gesagt, vorgewärmt. Ne? Sag's immer wieder, geht gar nicht. Kriege auch viele Zuschriften diesbezüglich. Ja, wenn man jetzt keinen Tellerwärmer sich kaufen möchte oder so, dann ja, heißes Wasser oder in den Ofen nahe oder ich habe sowas nicht, aber in der Mikrowelle geht es wohl auch, glaube ich. Ne? Es ist halt einfach viel schöner für euch zum Essen und ihr kocht ja deswegen nicht, um, ich sag mal, reine Nahrungsaufnahme zu betreiben, sondern auch ein wenig Spaß dabei zu haben, sonst wäre er jetzt nicht auf meinem Kanal. Und ja, ist doch blöd, wenn es dadurch so viel Mühe gibt. Ne? Aber will mir jetzt nicht tausendmal wiederholen, das mache ich dann nächstes Jahr. Für das Jahr ist mal gut. Die Pasta gebe ich ganz kurz rein. Jawohl, das sage ich so, ne? So stimmt. Und dann lassen wir die noch ein wenig in der Soße da durchziehen. Wunderbar. Mit dem herrlichen Frischkäse. Also, das ist wirklich eine tolle Sache. Kann ich nur empfehlen. So, machen wir es ein bisschen drauf. Hab heute mal da vorne gekocht, hab das festgestellt. Komm nicht da hinten. Weil es mir so gefällt. So, und dann haben wir die da richtig schön durchziehen lassen. Die Sauerei machen wir dann weg. Geben wir ein bisschen was drauf davon. Wunderbar. Na, siehst du es? Naja, klar. Wer nichts tut, macht nichts falsch. Ne? Nein, es ist ja nicht falsch, um Gottes Willen. Ja, ist halt einfach ein wenig. Träder, sagt man, glaube ich, in Franken. Träder. Ne? So, Rucola haben wir drin. So, jetzt geben wir unser lecker Bresaola drauf. Verteilen das ein wenig so. Ja, ein ganz viel, das Muskone-Zeug kann man dann ja nur nachlegen. Ne? Und außerdem machen wir einen kleinen Parmesanring. Früher hast du diese Nudeln, echt, ich weiß noch, vor 30 Jahren oder was, da hast du die Nudeln in Italien gekriegt. Das war ja eine Katastrophe. Und heute, glaube ich, gibt es das gar nicht mehr. Ja, doch, wird schon geben, oder? Denke ich mal.
So, dann machen wir noch ein wenig unsere Walnuss- und Pinienkerne-Gedöns drüber. Na? Ihr seht es dann gleich wieder im Foodbild, logisch, wenn es mir denn gelingt. Nicht böse sein übrigens, das will ich gleich mal nebenbei sagen, wenn es manchmal mit meinen Antworten, sei es in der Infobox oder per E-Mail dauert, ist halt so. Ne? Ich bin halt jetzt kein Fernsehkoch, der da nichts anderes macht. Ne? Ich mache ja noch was anderes. Also arbeiten. So wie ihr wahrscheinlich auch nicht. Okay, aber da seid ihr ja nicht böse. Vielen Dank aber trotzdem für alle Zuschriften, die ich da kriege. Das ist echt sehr, sehr interessant, sehr lehrreich. Ich finde es nie belehrend, um Gottes Willen. Ich finde es immer als Tipp sensationell. Man kann nur lernen. Ne? So, ich habe jetzt so einen Zestenreiser, den habe ich schon mal vorgestellt. Also das ist so ein Ding. Du kannst jetzt die Zitrone schneiden, die Schale runter machen und das Weiße entfernen. Oder du machst es einfacher mit so einem Zestenreiser. Das soll jetzt überhaupt nicht zitronig sein. Gell? Das ist jetzt wirklich nur so eine Parfümierung, die ich da gern drauf habe. Weil das riechst du. Und das reicht auch schon aus. Du sollst es ja gar nicht groß sehen. Du sollst nur so denken, hey, verdammte Tat, was hat denn der Jens aus eventuell verdorben gemacht? Ja? Okay, so, dann können wir noch, wenn wir wollen, Parmesan haben wir einen Ring, dann können wir noch mit einem Spargelschäler so ein paar draufhauen. Könnt ihr auch weglassen, aber mir gefällt es so. Und dann ist unser Gericht schon fertig. Habe ich was vergessen? Wenn ja, dann mache ich es beim nächsten Gericht. Ne? Na, ich glaube, ich habe alles, oder? Na, ich muss mich da immer wieder. Ah, ja, ganz wichtig, Mensch, das wollte ich Ihnen noch sagen. Jetzt unbedingt nochmal frischen Pfeffer drauf. Natürlich aus der Mühle, klar. Was anderes ist kein Pfeffer. Was anderes ist ein Niesbrüder. Jawohl. Wunderbar. Ja, bin ich durch. Ich zeige euch das dann gleich wieder im Foodbild. So, was ist jetzt immer zu sagen? Ja. Genau, muss ich mir überlegen, ne? Also ich glaube jetzt, wie war es denn jetzt? Ich glaube, da blockt mein Lobo auf, wenn ihr bei YouTube angemeldet seid, drückt ihr drauf, habt ihr Abo, kostet ihr nichts und dann könnt ihr unten in die Infobox was reinschreiben und ihr kriegt immer Bescheid, wenn ein neuer Film drin ist. Wenn ihr mit mir persönlich in Kontakt treten wollt, wie oft ich das schon gesagt habe, wahrscheinlich passiert es mir jetzt wieder, ist aber kochfantasie@aol.de, ja, also versucht es aber, ja. Und bitte nicht böse sein, wenn es irgendwie dauert mit der Antwort und so weiter. Okay, gut. Ich versuche noch einen Film zu machen vor Weihnachten. Manchmal klappt es halt nicht so ganz, ne? Aber ihr wisst es ja selber. Vielleicht habt ihr Familie, vielleicht habt ihr Freunde und wenn ihr allein seid, ja, das wäre traurig, das wäre nicht so schön. Ja? Okay, der Jens vom Kochfantasie sagt danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer sage ich, kocht's noch.